Jetzt kann er es nicht länger blockieren. Und setzen den Extractor. Eigentlich eine gute Wahl. Hier ist schon ein Sneaky Probe unterwegs. Ob sie sich hier gleich ein Proxy Pylon setzen wird für die dritte. Denn diesmal hat Thomas die Wahl, ob er doch stattdessen lieber eine dritte nimmt. Ja. Was, denke ich mal, auch häufig gespielt wird. Und Thomas scheint doch noch den Stream anzuhaben, weil das mir doch ein bisschen merkwürdig erscheint, die Klinge da oben lang zu schicken. Ich glaube, aber vielleicht ist das einfach Erfahrung und ja, wahrscheinlich. Sichert ihm jetzt auf jeden Fall seine dritte. Macht er das auch immer selber. Ja, vermutlich. Sich den Busch dazu verstecken. Okay, auf jeden Fall jetzt die dritte für Thomas. Ja, und zwei Gas für Billy in Produktion. Wir werden sehen, was hier kommt. Mit der Eröffnung könnte Thomas jetzt doch wirklich den 200-Foot-Push spielen. Ja, muss er aber sehen, dass er nicht wieder mit dem Stargate-Play Probleme kriegt. Ich weiß nicht, ob er das jetzt... Wenn Stargate vielleicht kommt... Vielleicht ein bisschen im Hinterkopf hat. Ja, ja, aber ich meine, wenn er gerade dagegen gestorben ist, wird er jetzt wahrscheinlich... Ja, ich denke mal, er wird es auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Und Billy wird sich auch denken, dass eigentlich Stargate-Play eine gute Wahl ist gegen... gegen drei Basen. Weil du hast dann immer das Problem, dass du nicht schnell genug... Du hast halt Queens vielleicht an jeder Basis, aber du kannst sie nicht schnell genug an einer konzentrieren, wenn da der Push kommt. Und Creep Spread ist bei Thomas jetzt auch nicht so gut. Ich sag's nochmal lauter, mal gucken, ob er den Streamern hat. Der Creep Spread für Thomas ist nicht so gut. Ja, er hat darauf reagiert. Und da kommt der erste Tumor. Thomas macht den Stream aus. Ja, er hat im letzten Spiel jetzt auch nicht unbedingt, weiß ich nicht, so die Riesen. Ja, hatte nicht also so viel Gelegenheit dafür, ja, aber. Und er fängt wieder die Probe. Er denkt dran. Und er fängt die Probe, ja. Das ist halt echt gut. Da kommt ein Zealot. Ah, das ist halt nur der obligatorische Zealot, um ein paar Linge zu forcieren. Mhm. Die dann auch prompt kommen. 12 Linge in der Zahl. Und der Overlord guckt mal, was in der Base von Billy geht. Der Roachborn ist gestartet. So, wir haben kein Link Speed. Ob das jetzt mit Absicht ist oder... Ja, das ist halt jetzt ein bisschen merkwürdige Wahl. Ich denke mal, jetzt würde vielleicht doch die ganze Sache mit dem 200-Foot-Push. Das sind natürlich jetzt relativ viele Linge. Aber... Kann er noch ein paar in den Zealot verschenken. Und der Stalker ist... Ach, der ist komm. Sicher. So, bis jetzt jedenfalls. Ja gut, man merkt halt schon, dass er nicht so häufig Zerg spielt. Die Overlords sitzen einfach nur da, sind nicht richtig über die Karte verteilt. Er hat beide Watchtower, was gut ist. Irgendwie hat er einen Haufen Lazy Probes an seiner... Aber momentan... Aber jetzt hat er sich spielt er auch ein bisschen blind, also... Noch weiß er nicht so richtig, was kommen kann. Aber es sieht schon nach diesem Push aus. Jetzt kommt der Layer. Evo Chamber. Auch wenn sie noch nichts produziert, jetzt geht's los. Da kommt die Missile Attacks Lagoon 1 Upgrade. Linge suchen nach Hidden Proxy Pylons und. Billy im Moment natürlich auch ein bisschen im Blindflug unterwegs, aber Dark Shrine. Okay. Der Dark Shrine könnte natürlich böse sein. Ja, obwohl er auch Thomas rechnet Boss mit. Die Sache ist halt, er kann mit den Roaches keinen Druck machen, solange die DTs auf der Map sind. Also sicherlich Overseer muss er halt tierisch aufpassen, dass sie eben nicht weggesniped werden. Naja, auf jeden Fall wäre er sowohl gegen er halbwegs sicher als auch gegen DTs. Also nichts, was ihn sofort tötet. Eigentlich eine gute Wahl, immer ein Spinecrawler und ein Sporecrawler. Zumindest im späteren Spielverlauf hilft es halt schon, weil man einfach zum Teil auch nicht die Geschwindigkeit hat, um schnell genug zu reagieren auf alles. Oder es dann manchmal im Eifer des Gefechts auch gar nicht mitbekommt. So, Billy schickt jetzt seinen Observer rüber. Der Dark Shrine ist fertig, Blink ist dreiviertel fertig. Und jetzt kommen die Roaches. Allerdings würde auch gleich Supply Block sein.
Aber eigentlich sieht es so aus, wie seine Anleitung schon sagt. Also ein bisschen wenig Drones. Aber ich denke mal, das geht schon. Billy jetzt das Board Upgrade plus one ist fast fertig. Gibt ihm natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten für die DTs mit dem Warp Prism. Ja, auf jeden Fall, aber mal schauen, ob es ausreicht, ist ja die Frage. Army Supply sieht ganz gut aus, wobei Roach ist natürlich auch viel Army Supply fressen. Ohne irgendwie. Müsste jetzt natürlich die DTs mal splitten, aber er scheint sie alle zur Third zu schicken. Keine gute Wahl. Ja. Also, die Detection wird natürlich schnell draufgehen. Aber die Armee kann halt auch relativ schnell da sein. Und der Overseer ist dabei und damit. Ja, also die werden jetzt nicht zu viel Schaden machen. Vielleicht schaffen sie es, die Hedge zu fokussen, aber das wird auch nichts. Ja, die DTs waren verschenkt und das war natürlich jetzt auch viel Army Supply für ihn. Ja, viel verlorenes Gas. Der Immortal und einige Stalker. Und das War Prism ist unterwegs. Ja, er kann ihn natürlich auch mit den vielen Roaches auch auf den zwei Bases sitzen lassen, bis er eine gewisse Anzahl an Immortals hat. Warp Prism nochmal auf dem Weg. Wird aber vom Link gespottet. Ich denke doch, dass er das sieht. Ja, das werden wir gleich sehen. Sie setzen sich in Bewegung, die Frage ist, in welche Richtung. Und die Third kommt. Und es sieht so aus, als wenn er ihn aussperren will. Billy. Ja, ich denke mal, er will ihn aussperren. Einmal Minigun-Play, bitte. Viel Roaches. Oder? Incoming. Und das. Ah, das ist aber schief gegangen. Glaube ich, kein erfolgreicher Drop, ja. Auch wenn die Queen des Warp Prism nicht. Immerhin ist das Warp Prism nochmal davon gekommen. Ja. Okay. So, und es sieht so aus, als wenn sich Thomas in Bewegung setzt. Ich denke, er wird versuchen, die Third jetzt zu clearen. Das sollte auch kein großes Problem darstellen. Die Armee ist richtig weit entfernt. Ja. Selbst wenn er sich jetzt in Bewegung setzt, kann er schon. Wohl? Ja. Eventuell kann er sie während des Bewegens abfangen. Okay, ja. Aber es sind halt drei Immortals. Mit 1-1 gegen 1-0. Und er hat halt auch eine ganze Menge Force Fields. Ja, da kann er noch ein paar Force Fields ziehen. Aber gegen vier Immortals. Da hat Billy eigentlich eine ganz gute Chance, das zu halten. Das sieht zwar jetzt sehr eindeutig aus vom Supply, aber ich denke mal, das ist es gar nicht so sehr. Nee, durch mit die richtig, Immortals. Mit vernünftigen Force Fields und Immortal-Sets. Weapons 2 wird jetzt auch in wenigen Sekunden fertig für Billy. Und wenn die Zealots an die Roaches rankommen, machen die natürlich auch. Aber er hat Barrow Movement. Und keine Observer, oder? Und das doch. Barrow. Wo sind die Observer? Ich sehe keinen. Er hatte zumindest nicht bei der Army, denke ich. Ich sehe falls nicht. Oh. Und da waren wir, glaube ich, doch ein bisschen zu voreilig. Da sind die. Wenn die Roaches erstmal dran sind. Nicht mehr so viel wert, ja. Und jetzt hat er alle Immortals geklärt. Jetzt können natürlich auch einfach Linge kommen, um hier Schluss zu machen. Billy irgendwie sehr viel Kohle auf der Bodenkante. Aber reingehen würde da jetzt nicht, das wäre unvernünftig und das macht auch. Ja, insbesondere da die halbe Armee noch hier steht, was Thomas vermutlich demnächst merken wird. Dass er viel Supply hat, was irgendwie nirgendwo ist. Jetzt ist hier ein schönes Blink-Micro. Was gegen die Menge an Roaches dann vielleicht auch nicht mehr so viel hilft. Und jetzt sind einfach die 5 Warp Gates nicht mehr genug. Nee, er hat auch so viel Kohle. Ja, da kommt es halt nicht raus. Mehr Gates leisten könnte. Und das sieht jetzt schon ziemlich gut aus. Für Thomas. Ja, und die Roaches chillen hier hinten. Die denken sich, ach, das schaffen die Compadres schon. Die haben zwar keine Gesundheit mehr, aber wer braucht schon Gesundheit, wenn man einfach überrennen kann? Das ist the Zerg Way. Jetzt die DTs räumen jetzt natürlich schön ungehindert auf, weil hier einfach keine Detection ist. Ja. Aber irgendwann merkt das dann doch. Wie jetzt? Morft gleich zwei Overseer. Ich bin ja gespannt, ob er seine Roaches dort hinten noch entdeckt. Jetzt kommen Archons ins Spiel.
Aber wenn er die Roaches irgendwann mal entdeckt, dann kann er doch einfach Schluss machen. Ja. Wenn er sie irgendwann entdeckt. Billy hat einfach nicht genügend Produktion. Und er könnte es auch nur in Zenith stecken. Hm. Thomas jetzt im Rückzug merkt, dass er da noch so viele Roaches hat. Also wir wissen auf jeden Fall, dass er nicht mehr den Stream guckt. Ja. Das hätte er inzwischen dann ruhig auch mal mitgekriegt. Jetzt ist 2-0 halb fertig. Ich meine, er müsste sich doch mal wundern, dass er so viel Supply hat und nur so wenig Minis auf dem Bildschirm. Hier kommen einige Zealots. Und die machen natürlich, wenn sie dann an die Roaches rankommen, doch ganz gut Schaden. Aber das reicht einfach nicht. Das sieht jetzt zwar irgendwie ein bisschen unspektakulär aus, aber ich würde nach und nach wird er hier doch, denke ich mal, einfach mal Schluss machen können. Wenn die Roaches sich ziemlich dumm anstellen im durchkriechenden Gebäude. Ja. Schön in der Reihe. Ja, die Zealots können das halt auch noch recht lange aufhalten. Aber wir haben eine Ultralisk-Cavern im Bau. Also Thomas war in der Zwischenzeit nicht müde. Und hat hier noch eine Echse hochgezogen. Den Hive gebaut. GG. Und das ist GG. Und das mit einer halben Armee. Ja, die Roaches waren die ganze Zeit nicht in Benutzung. GG. 1-1. Jetzt kommt das alles entscheidende letzte Spiel des Abends. Oh, das ist ja auch schon spät genug. Mhm. Jetzt brauchen wir noch die letzte Map. Und dann können wir hier Feierabend machen. Einsicht kommt spät, aber sie kommt. Seven Bull Go. Go Go Power Rangers. Fehlender Observer hat das Spiel entschieden? Denkst du, dass der fehlende Observer das Spiel entschieden hat? Das habe ich irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Ich vermute Weil er, also nicht. Im scheidenden Kampf hat er einen Observer. Und, Na, zum Schluss hat er halt gefehlt, wo er die ganzen Immortals verloren hat. An der Stelle. Es hätte schon anders ausgehen können, aber, Was war das jetzt? Shakuras, ne? Ja. Da sind wir. Und wer fehlt jetzt noch alles? Mein Co-Caster, der Herr Lament, der Herr Billy. So. Nein, warte mal. Ach, ist egal, es steht 1-1. So ist richtig. Gut, wer mag noch zuschauen? All the observers. Und los geht es. Let's do this shit. Müssen wir doch 2 Streams pro Woche machen, wenn das so weitergeht. Ja, ich wäre auch für irgendwie ein Verschieben auf Mittwoch, falls das für alle recht wäre.
Ist vielleicht auch ganz gut mit dem, wenn wir montags Training.